Komm, hilf mit! Alter, was ist dein Scheißproblem? Oh, ich sag's immer wieder, du hast so dumme Teammates. Das regt mich auf, ey. Das hätte nicht passieren müssen. Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch kurz mal zeigen, was der einfachste und schnellste Weg ist, eine hohe Punkteserie zu erreichen, ohne dass man viele Kills braucht. 4-5 Kills sollten eigentlich ausreichen. Wenn man das Comms-Hack dabei hat, geht es vielleicht ein bisschen schneller. Vorräte müsst ihr zwingend dabei haben, sonst funktioniert es nicht. In Verbindung mit Drohne und Konterdrohne ist es am besten, denn wenn ihr die Vorräte rausschmeißt und vorher die Drohne aktiviert, könnt ihr sehen, ob in der Nähe Gegner sind, die euch vielleicht die Vorräte klauen können. Wenn ihr dann die Konterdrohne mal raushaut, sehen sie sowieso nicht, was los ist auf der Map, also ist das perfekt dafür. Der Nachteil bei Vorräten ist, dass die manchmal echt lange brauchen, bis die abgeschmissen werden. Jetzt kommen wir zum zweitwichtigsten, was ihr dabei haben solltet, und zwar ist es der Perk Techniker. Der Techniker bewirkt, dass man die Vorräte neu auswürfeln kann. Wenn da jetzt zum Beispiel eine Drohne drin ist, drückst du zweimal Viereck, da kann dann, wenn du Glück hast, halt ein Heli drin sein, Scharfschützennest. In meinem Fall, das Gameplay, was ich jetzt gleich noch hinterher schmeiße, das ist gestern in meinem Halloween-Spezialstream entstanden. Da bin ich auf Icebreaker unterwegs, haue die Vorräte raus oder habe, glaube ich, sofort, ohne dass ich es auswürfeln musste, das Scharfschützennest dabei. Das Gameplay geht 32-9 für mich aus. Das ist schon relativ hoch. Und das Scharfschützennest macht allein, glaube ich, zwischen 13 und 15 Kills. Das haut richtig rein. Das macht richtig Bock. Lohnt sich aber meist nur auf Maps, wo du nicht so viele Deckungen hast. Und das ist auf Icebreaker einfach perfekt. Also das kann ich euch echt nur nahelegen. Ich sehe übrigens bei dem Stream oder bei dem Video ein bisschen anders aus. Nicht wundern, ist halt ein Halloween-Spezial. So, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Video. Über einen Daumen würde ich mich sehr freuen. Ein Abo natürlich. Auf Twitch könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ich da live unterwegs bin. Bis dahin, viel Spaß beim Video. Haut rein. Ciao. Ach, scheiße. Ich habe nicht die Steam-Injektion drin. Ich liebe es, wenn ich das Spiel beginne. Wir liegen vorn. Ach, die werden doch gleich wieder da hinten spawnen. Es kann doch eigentlich nur so sein. Ah! Habe ich den noch kurz mal für einen Teammate gehalten? Das ist doof. Hä? Alter, gibt der mir fast noch einen Turnen? Was war das? Ah, man merkt, dass du echt ein bisschen langsamer dich bewegst. Nach dem Patch. Nicht mit mir. Hat leicht bröckeln hier. Sind denn nur die Gegner? Alter, das ist doch sonst nicht so hier. Achtung, feindlicher Du kleiner Drecksack. Oh, jetzt kommen sie alle mit Eimer. Scheiße. Komm, hilf mit! Alter, was ist dein Scheißproblem? Oh, ich sag's immer wieder, du hast so dumme Teammates. Das regt mich auf, ey. Das hätte nicht passieren müssen.
Guckt der zu, wie ich hier megamäßig gelyncht werde. Alter, das ist so dumm. Bald für mich. Ihr braucht da ja auch nicht zugreifen. Das habe ich nur für mich hier hingestellt. Alter, Turnen. Aber was für einer. Und ich habe selber ewig jetzt gebraucht. Das war mein Rambo-Move. Kommando, Crash erbittet Drohneneinsatz. Komm, los, schneller. Hab ich eigentlich... Oh, ist das ein Stress. Vorräte bereit. Ja, Vorräte bereit. Das wäre schön, wenn sie mal runterkommen. Ernsthaft? So lange hat es jetzt gedauert? Scharfschützennest, jetzt wird's interessant. Ich grüße dich. Was? It's Banda. Danke, dass du einschaltest. Ach, jetzt wurde ich aber richtig geschlachtet. Alter, das Scharfschützennest ist schon echt eine freche Geschichte. Was? Oh Gott, da kam ich ja jetzt so null hinterher. Alter, das ist unfassbar, wie viele Abschüsse das macht. Stopp. Das gebe ich mir nicht. Du bist so ein kleiner Pisser, ey. Ach, mit dem Annihilator, das akzeptiere ich noch. Wenn es jetzt so Scharfschütze gewesen wäre, dann wäre ich sauer. 32,9. Kann man mal machen. Das war sehr, sehr geil.